Es ist wirklich doof, hier zu stehen ohne Auftritt. Die Playa de Palma, der legendäre Partystrand der Deutschen. Hier am Ballermann ist in diesem Jahr alles anders. Also ganz ehrlich, ich stehe hier mit so gemischten Gefühlen. Ich finde die Natur und das Meer unfassbar. Ich habe sowas noch nicht gesehen, dass Mallorca wirklich besser wie Karibik. Es ist einfach wunderschön. Nur diesen Nachgeschmack hat es natürlich. Wir haben keine Touristen. Peter Wackel, der eigentlich Steffen Peter Haas heißt, ist einer der Stars der Partyszene hier auf Mallorca. So etwas hat er hier noch nie erlebt. Vor einem Jahr sah es hier an der Strandpromenade noch so aus. Tausende Partytouristen am vollen Strand. Und Peter Wackel stand nicht allein an der Promenade, sondern ließ sich auf den Bühnen am Ballermann von tausenden Fans feiern. Doch dieses Jahr muss er sich seine Fans suchen. Guten Tag, herzlich willkommen an der Playa. Jeder Einzelne zählt. Hallo Peter. Mahlzeit. Bist du der Ballermann-Mann? Genau. Die Show muss weitergehen. Wie heißt du denn als Künstlername? DJ Key. DJ Key und Peter Wackel live am Strand. Er ist wirklich einer der ersten Touristen, die es hierher geschafft hat. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Schöne Grüße von der Insel. Diesem Fan hat Peter Wackel auf jeden Fall einen unvergesslichen Moment geschenkt. Sehr glücklich, ja. Für den Partysänger geht es aber um viel mehr. Ich fühle mich inzwischen verantwortlich, als richtiger Mallorca-Tourismusbotschafter einfach diese Ängste zu nehmen. Kommt nach Mallorca, es ist wirklich traumhaft schön. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ein bisschen Scheiß drauf. Doch der Partytourismus will dieser Tage nicht richtig anspringen. Ich hab's gewusst. Und ja, herzlich willkommen auf Mallorca. Und da könnte ich mich in einer normalen Hochsaison niemals so frei bewegen, weil so Peter, komm her, trink ein mit, sei dabei. Ist für mich wirklich mehr als ungewohnt. Und jetzt hat man einfach friedliche Badeurlaube hier. Ja, es ist einfach schön. Auch wenn Peter Wackel es mit Humor zu nehmen versucht, seine wirtschaftliche Existenz hängt an den Partytouristen. So geht es eigentlich allen, die hier an der Playa de Palma arbeiten. Hallo Angelkönig. Vermietet ihr die jetzt oder was macht ihr? En español? Aquí haces estas o cómo funciona? Ah, vale. Wer hier auf Mallorca lebt und arbeitet, ist vom Tourismus abhängig. So auch diese Männer, die nun versuchen, Angeln zu vermieten, statt wie sonst Partygäste zu bedienen. Jetzt sehen sie auch nur, du bist so der Sänger, hast auch keine Arbeit. Es waren jetzt auch wieder Kellner und gedacht hat, ja, wir sitzen halt ja so im Einboot jetzt. Sie alle plagen wirtschaftliche Sorgen. Die Urlauber werden dringend gebraucht. Wann kommen Deutsche? Wann? Später, ey. Schade, dieses Jahr. Aber schade, Mallorca ist wunderschön. Wunderschön. Der Wunsch nach vielen Touristen. Er wird dieses Jahr wohl unerfüllt bleiben. Die Schinkenstraße, die Partymeile an der Playa de Palma, ist wie ausgestorben. Peters Stammauftrittsort. Geschlossen. Also der Bierkönig ist ja an sich ganzjährig geöffnet. Hier wird auch geworben mit 365 Tagen im Jahr. Hier kann man den Heiligabend verbringen, den Ostersonntag, die ganze Sommersaison. Aber seit diesem spanischen Alarmzustand, seit dem 16. März, ist eben natürlich auch der Bierkönig geschlossen. Und er wird geschlossen bleiben. Die Inselregierung hat in einem aktuellen Beschluss alle Partykneipen an der Playa de Palma für die kommenden 2 Monate stillgelegt. Der Grund? Das Verhalten einiger Partytouristen und Lokalbesitzer, die sich nicht an die geltenden Vorschriften wie Maske und Sicherheitsabstand halten. Die Bilder der Partynacht und die Entscheidung der Inselregierung machen Peter Wackel fassungslos. Es können doch nicht einzelne Besoffene oder Betrunkene jetzt dann wieder die ganzen Inseln schließen oder alles wieder kaputt machen. Wir haben so lange gearbeitet, die Gastronomie, auch ich, stand jeden Tag an der Playa. Und da denke ich mir, was seid denn ihr für Idioten? Was hat das für eine Außenwirkung? Und ich verstehe auf der einen Seite diese hardcore-resistenten Feierpeople nicht, wo man sagt, Mensch, dann bleibt doch am Tisch oder feiert. Ihr könnt singen, ihr könnt sogar am Tisch tanzen, jetzt ist es auch wieder anders. Und ich verstehe auf der anderen Seite die extreme Regierung nicht. Diese Seite passt nicht und diese Seite, wie im ganzen Leben, ein goldener Mittelweg wäre dann eben das Schönste. Doch diesen Mittelweg wird es erst einmal nicht geben.
Die Sommersaison 2020 ist für Peter Wackel und seine Kollegen wohl gelaufen. Es ist für mich unverständlich, dass aus einer Mücke ein Riesenelefant gemacht wird, wo die ganze Welt doch langsam wieder aufgeht. Versucht man hier genau, ja, ich möchte nicht sagen, einen Schuldigen zu finden, sondern Mallorca hält halt gern für alles her. Keine Chance für Partytouristen. Dazu kommt aktuell eine allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Weg vom Massentourismus, zurück zur Natur. Seit Jahren ringt die Insel, ringen die Menschen, die hier vom Tourismus leben, um Alternativen zu den Massen am Strand. Auch Steffen Peter Haas, alias Peter Wackel, dessen Geschäftskonzept der Partytourismus ist, schätzt die anderen Vorzüge der Insel. Also diese Finca jetzt mit der Landwirtschaft haben wir jetzt seit 4 Jahren. Und das ist auch wirklich mein Rückzugsort, immer wenn es mir zu viel wird. Ich komme da wirklich runter wie manche beim Yoga. Also es ist mein Landwirtschafts-Yoga ist das. Landwirtschafts-Yoga und Poolsäubern. Bei aller Entspannungsidylle, für den Sänger ist das hier auch knallhartes Geschäft. Denn Peter Wackel vermietet hier 2, bald 3 Ferienhäuser an Urlaubsgäste. Zum Glück, muss er jetzt sagen. Wir dürfen sogar schon seit Ende Mai wieder vermieten, unter gewissen Hygieneauflagen. Und genauso hier freut man sich jetzt einfach auf Gäste. Denn ich denke, dieser Urlaub in Fincas ist ja viel, viel einfacher zu realisieren als in großen Hotels mit sehr vielen Personen. Hier ist die Familie unter sich, man ist eine geschlossene Gruppe. Private Ferienvermieter gehören zu den großen Gewinnern in diesem Corona-Sommer. Die Einschränkungen durch die strengen Hygieneregeln im Hotel schrecken viele Urlauber ab. Ein Glücksfall auch für Peter Wackel, denn 100% seiner Aufträge als Künstler sind eingebrochen. Statt Party auf der großen Bühne lebt er jetzt von der Ferienhausvermietung. Normal habe ich ja auch gerne mit der Peter Wackel Einnahmequelle auch über diese Fincas und sowas mitfinanziert. Im Moment fällt ja Peter Wackel komplett aus. In Deutschland und in Spanien ist erstmal alles abgesagt. Und naja, schauen wir eben, dass wir es eben mit Sonderaktionen, Gruppen, Rabatten und sowas, dass wir hier einfach immer Gäste haben, dass dieses Standbein vielleicht auch mal ja, den Lebensunterhalt abwirft. Umdenken. Das wird für viele auf der Insel das Motto der Sommersaison 2020. Corona hat alles verändert. Kurzfristig, aber vielleicht auch langfristig. Denn ob und wann die Partytouristen wieder wie gewohnt zurückkommen, das ist heute ungewisser denn je. Das Gute ist ja, ich bin ja so der gute Launebär. Und ich sehe auch in jeder Krise immer absolut sofort eine Chance. Deswegen dieser Wechsel der Playa del Palma, vielleicht wird auch die Partyszene einfach anders werden. Da möchte ich die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall mit dabei sein.